Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Rennen. Herzlich willkommen in Österreich. Und tatsächlich ist was passiert. Offscreen. Vielleicht kriegen wir die Meldung gleich noch rein, wenn wir jetzt gleich ins erste freie Training hüpfen. Ich hoffe, dass ich euch die Meldung gleich noch zeigen kann. Es gab tatsächlich einige Fahrertausche. Das zeige ich euch jetzt hoffentlich gleich. Mal gucken. Der jetzt mal kurz im da mit dem Laden auf die Reihe bekommt. Ansonsten mache ich mir ganz oder wohl doch nicht. Ich bin mir sicher, dass du über die aktuellen Änderungen im Fahrerlager Bescheid weißt. An Schlüsselpunkten während einer Saison können Fahrer, deren Vertrag ausläuft, das Team wechseln oder sogar ihre Karriere beenden. Ich werde dir bei jedem dieser Ereignisse eine E-Mail schicken, damit du über Veränderungen auf dem Laufenden bleibst. Ja, genau. Und wie gesagt, es gab auch einen Fahrerwechsel. Ich gucke mal gerade die Teamwechsel. Und zwar haben Lance Stroll und Kevin Magnussen ihre Cockpits getauscht. Lance Stroll fährt jetzt Haas und Magnussen fährt jetzt den Force India bzw. den Racing Point. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Gut. Bevor es jetzt in der zu freien Training geht, verabschiede ich mich ganz kurz für eine Minute, weil ich will kurz das nächste Video anfangen zu schneiden. So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem ersten freien Training. Auf geht's. Mit den beiden neuen Fahrern in den jeweiligen Teams. Das wird jetzt ungewohnt sein. Es kann passieren jetzt, glaube ich. Ich weiß nicht wieder, ob das jetzt von Rennen zu Rennen immer mal wieder kommt. Naja, schauen wir mal. Wir sehen mal kurz ins Intro. Hier in Spielberg beginnt gleich das erste Training und somit der Grand Prix von Österreich. Okay. Das hatte ich auch noch nicht. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Kurz mal in das Wetter schauen. Training 2 verregnet, Training 3. Okay. Also sieht zumindest so aus, okay. Dann kann man nämlich jetzt mit dem Training mit dem Mediums jetzt anfangen. Gehen wir mal auf die Strecke. So, mal gucken, was in Österreich hier drauf drin ist. Platz 4 in Frankreich hatten wir ja im letzten Rennen. Und jetzt wieder einer der kürzesten Strecke der Red Bull Ring hier. In der schönen Steiermark.
Mal gucken, ob wir hier wieder ein gutes Ergebnis holen können. In der Fall mal wieder ein Podium. Aber schauen wir mal. Wichtig ist, dass das Rennen und die Qualifikation trocken sind. So. Besser Kimi. So, mal nur Fette hochstellen, damit wir auch ein bisschen fahren können. So, der Test ist abgeschlossen. Eine Minute 9852 die erste Zeit. War ihm vor den Alpha gestellt. By the way, die Bestzeit im ersten Sektor. So, Magnussen, der neue Pilot im Racing Point of 2. Das wird auch eine neue Umgewöhnung sein, auf jeden Fall. Dass wir zwischendurch mal Fahrerwechsel haben. Mal gucken, ob die Top-Teams irgendwann auch ihre Fahrer austauschen. Eine Minute 9,4. Sorry. Vor uns, das könnte Mercedes sein. Wird wahrscheinlich auch Mercedes sein. Es könnte Hamilton oder Bottas sein. Ich weiß gerade nicht welcher. Ist leider nicht zu erkennen. Ist es Hamilton? Es ist Lewis Hamilton, der vorne fährt. Wer weiß vielleicht, dass der auch irgendwann mehr während der Saison wechseln wird. Leichter Quersteher drin, aber... So, das wird eine neue Bestzeit werden. 9,3. So, jetzt geht Hamilton auf seine schnelle Rennrunde, auf seine schnelle gezeitete Runde. Das ist doch mal so gewählt, aber mit diesem kleinen Duell mit Hamilton verlieren wir gerade die Zeit wieder. So, zurück in die Garage. We have a number of programs.
attempts to run during these practice sessions, you can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. Regen in 10 Minuten, schade, okay. Dann ist das gewesen mit dem ersten Qualifying-Abschnitt. Also vorne sind wir auf jeden Fall schon mal mit den Mediums. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Leclerc und Romain Grosjean. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja, wenn jetzt mal Ferrari hast und dann einen Racing Point. Also wie gesagt, das muss man dann sich umdenken, dass Magnus mittlerweile im Versehen hier sitzt. Naja. So. Gut, das war mit dem ersten Freitraining. Wir sehen uns jetzt, gehen jetzt quasi direkt ins zweite. Das leider verregnet sein wird, deswegen auch über die Besprengung mit den harten Reifen. Normalerweise fahre ich hart, medium, soft, also quasi auch der Trainings sortiert, aber so. Guck, was die Session jetzt gleich sagt. Okay, wir noch mal fahren. Fahren wir doch auf Mediums. Doch mal. Eine Runde oder so sollte es hinkriegen. Der möchte aber auch ganz schön. So viel zum Thema dazu. Ich glaube, dann können wir doch wieder in die Garage gehen und auf die Inters wechseln, weil ich glaube, die sollten einfacher zu fahren sein als jetzt die Medium-Reifen. The track is pretty quiet at the moment. Perhaps we should get out there and get a few laps in. So, dann gehen wir auf die fliegende Runde. Er sagt, das sind die Mediums, aber das ist die falsche Mischung. Ich glaube, das ist die die richtige Reifenmischung hier. Hamilton fährt natürlich jetzt die schnellen Reifen mit den Mediums gerade so, ne? So. Die Zwischenseiten werden natürlich nicht. Die werden natürlich klar langsamer sein mit dem Inters.
Wir kommen gar nicht rein. Ich weiß gar nicht, wie der Zwischenstand war. Er wird dann 20-1. Das ist zumindest mal die erste Zwischenzeit. Sogar die Bestzeit im ersten Sektor. Sogar die Bestzeit im ersten Sektor. Also sind die das doch wohl so viel besser als die Full, als die Mediums. Aber hallo. 18,9, eine Sekunde schneller als Hamilton. Das war Glück. Das ist der Bot, das da ich gerade noch mit weggeschoben habe. Das war natürlich, wenn wer auch nicht. Habe ich das Auto verloren? Weil das auch alles andere als einfach jetzt ist, zu fahren. Die Reifen müssen natürlich ein bisschen, oder beziehungsweise die Strecke muss ein bisschen nasser werden, aber wir führen zumindest mal. Zweiter Sektor violett. Na gut, die 4 Sekunden durch den ersten Sektor haben wir verloren. So. Und der Sektor wäre auch violett gewesen. Viele fahren, die fahren alle auf Medium. Ich glaube, jetzt haben die mit den Interreifen einen Vorteil. Ich glaube, wir haben den Interreifen einen Vorteil. Weil mit dem Medium. Da müssen wir auf ihn. Da wollte er aber. Ich stand nämlich voll auf den Eisen eigentlich. Bottas bis Zeit auf Soft. Zurück in die Garage. Wir sind die einzigen, die weiterfahren und den auf 2. 3. Ja, jetzt von den ganzen Softreifen, okay. So schlecht scheint das aber auch nicht zu sein, dass sie dann tatsächlich so wären, dass sie so gut sind. Beziehungsweise, dass sie so auf Augen zwischen mit Perez. Perez hat das Soft und ich fahre hinter und ich bin nur minimal langsamer als er. Auf 8. 9 sogar.
Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Bottas, Hamilton und Pierre Gasly. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Also tatsächlich müssten die Inters auf dem Niveau sein, auf jeden Fall. Ich bin schneller, teilweise schneller als manch anderer, der die Soft- oder bzw. Medium-Reifen fährt. So. Gut. Dann gehen wir jetzt rein in das dritte freie Training, liebe Leute. Ja, schauen wir mal. So, dann gehen wir jetzt auf die Soft, auf die ganz schnelle Mischung. Weil, ne? Ihr wisst ja, wie das Soft läuft. So, heute wieder trocken. Soll am Ende der Session ein bisschen regnen, aber es bleibt hoffentlich gut. Letzte freie Training für heute, beziehungsweise letzte Session für heute. So, erster Sektor violett, aber wie gesagt kein Grundstück, wenn man alles... Ja, wie immer sei. Ist auf jeden Fall ziemlich leicht, wenn man der einzige Wagen momentan auf der Strecke noch ist. So, der zweite Sektor ebenfalls violett, aber da ist sie und die besser von einem Renault Ricciardo 1.5, also der 5, aber die Z gar nicht mal so schlecht ist. Oh. Oh, wir sind eben 1.9 gefahren, ne? Auf Medium. Ich vermute, dass wir die Zeit knacken können. Jetzt sind nur 3 sind wir gefahren, jetzt gerade mit den Soft. Bestzeit Sektor 1. Es wird wahrscheinlich auch eine deutlich bessere Sektor 2 nochmal werden. Ja, Williams ist wieder da. Bis auf was halt im Baku haben wir ja gute Punkte geholt. Und zwar nochmal eine deutliche Bestzeit gesetzt. So, da sollten wir uns ein bisschen dran halten. 10 bis 15 Minuten Regen.
Wieder bis zu Sektor 2. Der erste war nämlich rot. Ah, jetzt muss ich ein bisschen zaubern im letzten Abschnitt. Aber es reicht, um nochmal im letzten Teil Bestzeit zu setzen. Aber wenn auch nur minimal. Wenn auch nur minimal. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. Ah, können wir nicht anbauen, okay. Ja. Dann gucken wir mal die Zeiten. Wir sind momentan vorne. Das ist jetzt mal das Wichtigste. Oh, Vettel bitte besser, den Sektor 3, aber auch nur minimal. Die ersten zwei Sektoren gehören uns. Aber wir sind deutlich vorne. Eine gute Sekunde vor Gasly zum Beispiel. Der auch schon in Frankreich einen guten Eindruck machte. Uns leider noch ganz knapp. Wir haben ihn knapp geschlagen, aber wir haben ihn Gott sei Dank noch in der letzten Runde eingeholt. Er ist ein gutes Rennen gefahren, muss man ihm lassen. Jetzt regnet es auch. Jetzt kommen eh keine schnellen Zeiten mehr. Und jetzt ein bisschen im Hintergrund rauschen, das ist der Regen. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Gasly und Sebastian Vettel. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Genau so ist es. Ja, das war das freie Training, liebe Leute, für den Österreich Grand Prix. Nächste Woche geht es nach Großbritannien, by the way. Bleibt auf jeden Fall soweit und verändert vom Wetter her. Gut, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Fans 2019 und dann geht's ins Qualifying. Morgen um 14 Uhr, wenn ihr wieder Bock drauf habt. Bis dahin. Tschüss.